Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Sonntag und die letzten beiden Tage habt ihr uns ja beobachten dürfen, wie wir im neuen Haus renovieren und wir haben große Fortschritte gemacht. Endlich das Sofa steht und es sieht ein bisschen wohnlicher aus. Und heute ist Sonntag. Wir sind jetzt hier bei uns in der alten Wohnung noch, offensichtlich, weil die Küche steht und so. Und es ist schon 11 Uhr, also wir haben erstmal ein bisschen gechillt heute Morgen. Ich habe das Video geschnitten und für euch hochgeladen. Und der Bernd ist schon draußen mit Calvino und Smurfy und schneidet den Bambus. Also wir machen jetzt erstmal ein bisschen Gartenarbeit. Calvino hat Hunger, den mache ich gerade hier Miracoli warm. Das nehme ich gleich mit. Guck, 10 Minuten hat das gedauert. Ja! Ja, ich stelle zum Schuppen oder so irgendwo an der Seite. Okay, ich stelle auf die Treppe. Macht das Spaß auf dem Sonntag? Ja, nicht schön. Wir schreien vor Freude. Gleich geschafft. Das war ja hier alles voll und hier auch. Und das haben wir gleich alles weg. Und die Säcke bringen wir dann zum, wie heißt das, Wertstoffhof. Das ist auch wieder erledigt. Ich mache mir gerade hier so ein Eiskaffee mit Mandeldrink und das ist so lecker. Den habe ich so ewig nicht mehr getrunken. Eiskaffee. Ich hätte nicht damit anfangen sollen, weil was man nicht so kennt, kann man nicht vermissen, ne? Ja. Bernd ist ganz fleißig. Das ist ja alles hier das Holz, was da hinten, da war der Hühnerstall, der Auslauf ja gebaut. Das hat er alles schon ja abmontiert. Dann lag das ja hier im Wüstengarten, das habt ihr immer gesehen zwischendurch in den Videos und das habe ich letzte Woche mit Calvino hier jetzt hingestellt, damit ich hier Rasen mähen konnte. Und ja, da waren Calvino und ich ganz fleißig letzte Woche, haben da hinten alles niedergemetzelt und hier vorne. Und Bernd macht jetzt hier die ganzen Einschlaghülsen ab von den Vierkanthölzern. Die möchte nämlich jemand haben, die Vierkanthölzer. Ja, so werden die jetzt vorbereitet. Und das alles sägen wir nach und nach klein, also das unbehandelte Holz, das können wir dann verfeuern und das behandelte Holz müssen wir entsorgen, also was hier so gelb lackiert ist und so, das wird entsorgt. Aussieht, sind wir hier ein ganzes Stück weiter gekommen. Da sind noch ein paar Kartoffeleimer, die müssen wir noch ernten. Genauso wie da hinten. Und hier müssen wir auch noch alles rausrupfen und niedersäbeln. Nach und nach. Jetzt baut Bernd da hinten weiter ab. Das müssen wir auch noch alles sägen. Klein sägen. Ja? Und Schuss, jawohl! Ja, Übung macht den Meister. Ja, ja, ja. Und den müssen wir auch noch auseinanderfriemeln, den Kompost hier. Ich hole schon mal die Schippe. Grob verteilt. Den müssen wir noch. Dann haben wir
den Baum geschnitten. Und dann war hier so ein Hügel, Erdhügel, den haben wir, oder hauptsächlich der Bernd, verteilt hier auf dem Kartoffelfeld die ganze Erde, dass der Hügel weg ist. Und der Calvino hat hier Unkraut rausgerissen. Calvino, die sind gesünder und weniger Schadstoffe als die vor. Ja, aber er meint wegen Viecher, weil wir einmal eine Petersilie Läuse hatten. Auf dem Feld ist das anders im Lidl und Edeka? Nein, da ist das noch viel schlimmer. Ja, erklär, was ist passiert mit der Kartoffel? Ja, die war im Kompost da drin. Ganz viele Kartoffeln haben wir da. Ach, Etti, echt jetzt? Er will die haben. Nein, du kriegst sie nicht. Ich will damit spielen, weil wir haben keine Bälle. Nee. Das ist echt schöne Erde hier. Ja, die verteilen wir jetzt hier überall. Da hinten, muss mal gucken, da steht ein paar Eimer rum. Da holst du. Wir haben alle keinen Bock und da, er hat Bock, er findet es toll, er chillt in der Sonne. So, das macht gute Fortschritte, hier sieht zwar immer noch wüst aus, aber es wird. Ja, wir haben schon ganz schön viel geschafft, ne? So, wir haben aber alle keinen Bock mehr. Wir hatten am Anfang schon keinen Bock mehr. Ja, wir hatten schon am Anfang keinen Bock mehr, aber es nutzt ja nichts. Wir hatten nie wirklich Bock. Aber jetzt geht's eigentlich. Aber wir haben gesagt, wir haben auch keine Langeweile. Und da hat der Bernd gesagt, er hat seit 6 Jahren sonntags keine Langeweile mehr. Er ist ganz begeistert. Zeit für Kater habe ich. Für was hast du keine? Sonntag habe ich nicht mal Zeit für einen Kater. Für einen Kater, ne. Er weiß auch nicht mehr, wohin mit der Erde. Möchte jemand Erde haben? Könnt ihr euch gratis abholen. Ja, darfst du mal entscheiden, wohin mit dem Schwamm. Das Loch ist schon zu? Ja. Und dahinter? So, da hinten ist jetzt alles niedergemetzelt. Wir haben aber überall so Berge. Wo wir Grünzeug gesammelt haben, was wir dann halt wegbringen müssen oder in die braune Tonne. Da ist unser Schrotthaufen. Calvino? Kann man das zum Schrottplatz einfach hinbringen? Ja, okay, dann kriegen wir vielleicht noch 3 Euro für. Ja, hier ist der größte Haufen, aber hier ist alles nieder. Das müssen wir dann nochmal so ein bisschen verwurschteln und haken und so und dann Grassamen drauf machen. Genauso wie hier und da. Da hat der Bernd schon die Zucchini-Pflanzen und so jetzt rausgeholt. Wir haben sogar noch geerntet. Einmal hier unsere Kompostkartoffeln und eine Zucchini. Ja. Einmal. Echt? Eine ganze Reihe? Ja, da war bestimmt die Zucchini oder die Kürbispflanze drüber. Aua, oh, ich habe irgendwas im Fuß. Ich dachte schon im Unterleib. Nein. Na dann können wir noch ein bisschen Kartoffeln ernten. Oh, zumindest war eine Pflanze noch eine vertrocknete. Jo. Yay. Das ist noch falscher Eimer. Die ist grün. Willst du den nehmen? Ja, wollte ich eigentlich. Ja, kann ich klar machen. Wahnsinn, ne, was wir schon jetzt gewerkelt haben. Warum wollte ich im Laden schon Drillinge dabei machen? So viele kleine Kartoffeln. Bei was denn? Was essen wir morgen auf der Arbeit? Die Reste von heute. Möhren, Wurzeln. Ja, genau. Heute gibt es Kartoffeln, Nuggets und Schnitzel haben wir noch.
die mal so langsam weg müssen. Und dann machen wir Erbsen und Möhren und Rotkohl, ne? Und eine braune Soße. Ich wollte eine Zwiebelsoße machen, eine frische. Ohne Natriumglutamat, scheiße. Hier, wir haben ja noch hier die Zwiebeln aus dem Garten, die müssen eh weg. Ja, soll ich schon mal Kartoffeln schälen gehen? Nein, ich weiß selber alles. Hm. Kann ich ja gleich chillen. Chili-Milli. Bin ich auch noch bekocht. Wahnsinn. Was? Wie immer? Ja, ich koche nie. Selten. Selten. Du bist komisch. Jau, du bist der komischste von uns allen. Jau, am Arsch. Seitdem wir so sind. Jau, seitdem wir so sind. Ja, seitdem ich euch kenne. Ja. Irre gemacht. Ja. Was? Also wir haben heute, eigentlich wollten wir zum Haus fahren. War doch keine Reihe. Nee. Hätte ich erst den Einsatz verpasst, geht spüren. Hatte ich euch, glaube ich, noch am Anfang vom Video erzählt, dass wir zum Haus fahren heute und da weitermachen. Aber dann kam uns im Sinn, weil wir so klug sind, dass heute so schönes Wetter ist, dass wir das ausnutzen müssen. Und dass wir im Haus auch weitermachen können, wenn... Es regnet, wo wir ein Dach haben. Luxus. Was für ein Luxus. Ja. Ja, nicht so wie die armen Menschen. Wir müssen Autos fahren ohne Dächer, schimmligen Käse essen, gegorenen Weinsau. Ja. Ja. Gut. Ach, das Walnussbäumchen habe ich euch noch nicht gezeigt. Das zeige ich euch jetzt. Ja, ich weiß, fand ich nicht lustig. Doch, die lachen jetzt noch. Ja, ja. Schreibt Applaus in die Kommentare. Hm? Er reicht auch ein paar Wurzeln. Ja, er hilft dir. Steht zur Stelle. Huh? Herr Calvino zerkloppt da den Rest vom Kompost die ganze Zeit ganz fleißig. Das waren ja einfach so Europaletten hier. Und da haben wir den nächsten Kompost, das müssen wir auch noch dann. Aber das machen wir heute nicht mehr. Genau, und das kloppt der da jetzt alles klein. Und hier haben wir ein kleines Walnussbäumchen. Das hat mir meine Kundin geschenkt. Und das haben wir jetzt hier so umgepottet eben in die Erde vom Kompost. Das werde ich gleich noch schön gießen. Und das kommt nämlich mit nach Ungarn nächstes Jahr, das Bäumchen. Dann wollten wir das da einpflanzen. Wo hast du die denn jetzt noch geerntet? Hier vorne, hinter den Erdbeeren. Echt? Ja, da sind noch mehr. Okay. Weil das ist alles voller Dorn. Ja, cool. Weil du gesagt hast, deine Fans, dass wir keine Zwiebeln ernten Zwiebeln können. Sind nicht gekommen, weil ich die falsch rum reingesetzt habe. Das habe ich gar nicht gesagt. Was erzählst du denn? Nein, ich dachte echt, die sind nichts geworden, aber... Ja, weil die unter dem Unkraut waren. Ah, okay. Ja, also noch mehr zum Ernten. Ja. Weil hier haben wir ja auch noch einen Eimer. Da kann ich die Woche wieder einen schönen Kartoffelsalat machen. Oh ja, der war echt lecker letzten Mal. Den habe ich ja auch gezeigt in einem Video. Ja, der war mit Mayo, aber auch mit ja, Öl und Mayo. Essig ist der ja auch fettig, ne, mit Öl. Ja, ich mache nie so viel dran wie... Aber Mayo war schon leckerlich. Ich mache nie so viel dran, dass es schmeckt. Dann werden wir ganz sparsam mit. Nein. Ja, so. Der Eti ist so müde, ne? Ja, Eti, leg dich hin. Ab auf den Der Platz. Lag schon. Hier auf dem Platz. Er sagt nur für ein Leckerchen. Ja, zieh dir ruhig die Hose runter. Ich habe keine Geheimnisse vor deinem Fan. Überrascht mich. Ich hatte immer geglaubt, wir müssen schon mal die Kassette verbinden. Oh, so meine Lieben. Wir sind schon eine ganze Weile drin. Wieder, wir haben ja gekocht und so. Das habe ich euch ja noch gezeigt, das Essen. Und jetzt sind die Männer mit dem Smurfy die letzte Runde gegangen. Ich durfte hier bleiben, weil ich habe so ein bisschen Ziehen im Bauch wieder. Das hatte ich ja schon mal, wo ich da im Krankenhaus war, wegen Übungswehen oder was. Ich glaube, es war heute einfach ein bisschen viel im Garten da mit dem ganzen Arbeiten. Deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen schonen. Wir haben auch 19 Uhr, ist noch früh. Wir haben einen Film angemacht. Entschuldigung. Den gucken wir jetzt alle zusammen. Und ja, also nicht jetzt, wenn die halt wieder hier sind, dann gucken wir den alle zusammen. Und ja, dann werden wir schlafen. Und dann sind wir
morgen, übermorgen. Also erstmal die nächsten Tage sind wir sehr viel arbeiten. Da passiert nicht so viel und ich weiß auch nicht, ob ich vlogge. Wenn ich mal länger nicht vlogge, weil ich keine Zeit habe oder was auch immer, dann könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen. Da bin ich jetzt tatsächlich doch ein bisschen aktiver als auf Facebook. Wer hätte das gedacht? Ich versuche es oft so gleichzeitig zu posten. Also wenn ich auf Instagram was poste, dass ich auch auf Facebook poste. Aber mache ich dann doch manchmal auch nicht so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, da gebe ich halt Bescheid, wenn ich, warum auch immer, nicht Vlogs online stelle. Also das war ja letztens auch, dass ich 4 Tage keine Videos online gestellt habe und hatte halt einfach keine Zeit. Da habe ich halt da geschrieben, dass alles in Ordnung ist, weil ihr euch Sorgen gemacht habt. Einige von euch. Ja, so, und jetzt bin ich müde. Oh, freue mich aufs Schlafen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.